Kampf der Giganten. Hestia versus Pyromax versus Tropic. Da bin ich richtig drauf gespannt. Alle drei Firmen gefallen mir richtig nice. Anfangen werden wir mit Hestia. Und alle in F2 für Deutschland zulässig. Fette Zerleger, Hestia, like jetzt schon mal dafür. Jetzt geht's direkt weiter mit der 1944 von Pyromax. Boah, Zerleger, Hammer. Kann sich sehen lassen. Krasse Sache. Und die Schussfolge könnte ein bisschen schneller sein. Und schon kommt's. So gehört sich das. Ja! Nice. Jetzt nehmen wir die Tropic. Weber. Auch definitiv eine richtig gute Cake. Hammer, Single Shot, viermal. Dann dreimal. Wow, die kann schon was. Und einmal noch zum Schluss. Schöne Bombenrohre. Hammer, Salutraketen. Vierfach geschossen. Und direkt noch eine zum Spaß. Richtig gut. Jetzt 20 Gramm Raketen. Richtig schöne Masse. Die waren edel. Richtig schöne Salutraketen von Funke. Direkt wieder in Masse gezündet.
Die können definitiv schon was für deutsche Verhältnisse. Die kam schön tief. Die war saftig. Und noch zwei. Gimini. Doppelschlagraketen. Richtig schön. Wieder in Masse gezündet. Wunderschön. Richtig lange Standzeit, leider nicht so gut drauf bekommen. Funke-Action ohne Ende. Und definitiv wieder richtig geile Vulkane. Hier, der Gold-Silber von Weco. Dann haben wir hier die Gold-Silber-Stars. Auch von Weco. Und dann haben wir noch den Bugalo Zink Nummer 8. Und zum Schluss noch ein richtig schön von Leslie. Alles klar. Dann zünden wir die alle direkt mal an. Und dann geht's los. Die Toschbüro Airbombs, die Sirenrakete, die Zinkraketen und die Wunschraketen. Alles klar, Airbombs verbauen. Warte, mein Brenner. Oh, die waren nicht schlecht. Sirenraketen und die Airbombs. Eine war noch übrig. Die waren lecker. Jetzt machen wir die beiden Wunschraketen und eine Zink. Und noch eine Zink und noch eine Zink. Jetzt geht's ab. War lecker. Und die letzten Zink, viermal. Richtig lecker Raketen. Jetzt geht's hier ordentlich weiter. Wir haben die 300 Schuss von Leslie Fast Forward. Dann haben wir die Leslie Molokan. Und die 300 Schuss Crazy Whistling Comet von Jorge sowie die Whistleblower von Star Trade. Alles klar, und dann lass uns mal direkt beginnen mit der richtig schönen 300 Schuss Gag von Leslie. Können ein bisschen schneller sein. Ein bisschen langweilig.
Franzi! So wie sie es gehört. Hoffe, sie sagt's an und sie macht es. Jetzt gehen wir direkt weiter mit der Molokan. Die war schon saftig. Geht's direkt weiter mit der Jorge, Crazy Whistling Comet. Und danach die Whistleblower. Definitiv schon mal richtig Spaß. Und direkt in eins weiter. Startweight. Whistleblower. Saftig.